Oh, einen guten Tag wünsche ich euch. Ich dachte, ihr seid in Eile. Ach so, ja, okay, das heißt... Ja. Gwendala, kannst du ruhig wieder auf Bogen umschalten. So, da ist die Vogtin. Ihr seid zurück? Konntet ihr schon etwas herausfinden? Ja, es ist mir gelungen, Laris Wackernagel zur Strecke zu bringen. Er hat sich mit einigen Kumpanen in der Kanalisation versteckt. Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Jetzt hat Ferdok eine Sorge weniger. Ihr habt euch das Kopfgeld, das auf ihn ausgesetzt ist, redlich verdient. Vielen Dank. So, was auch immer das war, ein Kopfgeld oder Dukaten, so wie es aussieht. So, wo ist jetzt diese Quest? Da, Verbrecherjagd. Es ist mir gelungen, Laris Wackernagel und die mit ihm geflohenen Schwarzaugen aufzuspüren. Sie stellen nun keine Gefahr mehr für Ferdoks Wohl dar. Ja, ich habe mit Dariana gesprochen. Sie war höchst erfreut und hat mich fürstlich belohnt. Ja, als ob ich so viel Geld noch nötig hätte. Ich habe so viel Dukaten. Ich bin ein reicher Mann eigentlich. Die meisten Leute sind froh, wenn sie in ihrem ganzen Leben mal eine Dukate sehen. So, jetzt können wir mit Danko reden. Oh, einen guten Tag wünsche ich euch. Oh, einen guten Tag. Ihr wolltet etwas mit mir besprechen? Ah, ja. Wie ihr seht, befindet sich mein Stand noch immer im Aufbau. Und mein Bruder hat leider immer noch nichts von sich hören lassen. Das tut mir leid. Ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Ah, das glaube ich nicht. Aber er scheint immer noch verärgert zu sein. Wenn ich nur wüsste, wie es weitergehen soll. Es tut mir schrecklich leid für euch. Wenn ich könnte, würde ich euch irgendwie helfen. Könnte ich euch dann irgendwie beim Aufbau des Standes helfen? Naja, ich bräuchte noch so einiges an Holz, um den Stand fertig zu bauen. Und natürlich schöne Ware, um den Stand dann zu füllen. Aber, na, nein, nein, das wäre zu viel verlangt. Wieso überhaupt solltet ihr mir helfen? Dann lasst uns einen Handel machen. Ich helfe euch, den Stand fertigzustellen und ihr beteiligt mich dafür an euren Gewinn. Was sagt ihr dazu? Ja, also, was haltet ihr vom 10. Teil? Das wäre dann eine regelmäßige Zahlung von etwa 2 Dukaten? Falschen. Nun, das scheint mir doch etwas zu wenig. Ihr sagtet doch einen Zehnt. Also ja, wir sind ein Zwerg, wir falschen. Also gut, vielleicht habe ich meine Einnahmen etwas zu gering eingeschätzt. Sagen wir 10 Dukaten? Sehr gut. Also als erstes bräuchte ich mindestens 20 Eibenholzlatten für den tragenden Rahmen. Dann noch mindestens 50 Bretter Ulmenholz für die Verkleidung. Nicht zu vergessen, mindestens 30 Unzen Holzleim, damit der Stand noch gut hält. Ach, und sicherheitshalber noch 20 Lederbänder für besseren Halt der Querstreben. Okay, bei Paul, das ist wahrlich eine Versteht Menge. Versteht ihr jetzt, weshalb ich so besorgt bin? Ich habe deswegen schon seit Tagen kein Auge mehr richtig zugemacht. Aber dank eurer Hilfe sind die dunklen Zeiten bald vorüber. Okay, ja. Geschlossen. Sprich mit Danko. Ich habe mit Danko gesprochen. Er hat mich um Hilfe beim Aufbau seines Standes gebeten. Im Gegenzug werde ich an seinen Einnahmen beteiligt. Also ja, ein Händler in Not. Ich habe auf dem Marktplatz in der Grafenstadt die Bekanntschaft des Händlers Danko gemacht. Er steht vor dem Problem, seinen Stand nicht eröffnen zu können. Sein Bruder ist wegen der Sperrung vom Ferdruck mit den Waren und dem Geld wieder umgekehrt. Ich habe Danko meine Hilfe beim Aufbau des Standes angeboten. 20 Eibenholzlatten... 50 Bretter Ulmenholz, 30 Unzen Holzleim und 20 Lederbänder. Lederbänder und Holzleim finden wir in unserem Anwesen. Und vielleicht auch genügend Ulmenholz. Da muss ich nur bei der Händlerin, die es neu gibt jetzt, die sie wahrscheinlich gerade für solche Zwecke da eingebaut haben, 20 Eibenholz kaufen. So.
Was ja auch kein Problem sein dürfte. Nach hinten zum Handwerkszeug. Ein prächtiges Haus. Wer weiß, welche Kostbarkeiten es einst zierte. Ja. Okay. Bäumenholz. Holzleim. Wo sind die Lederbänder? Sind die noch im Ding? Oh, und wir haben sehr viel Zeugs hier. Wildschweinfälle zum Beispiel. Ja, das kann mal zu Gwendala. Helles Pferdocker kann verkauft werden. Schleifsteine gehe ich mich mal vorgrimmen. Oh, da haben wir Lederbänder. Tränke und das Schwert zu ihr und die Zutaten hier auch zu ihr. Eine Heilsalbe zu ihr. Also ja, Lederbänder haben wir schon mal 15. So, der Rest kann... Das Wildschweinfeld, das behalte ich auch mal so zur Sicherheit. Kann nämlich sein, dass wir auch noch Felle und so für den besorgen müssen. Ich weiß nicht, was er verkaufen will. So, Lederbänder. Okay. Was stand da? 20 Lederbänder, 30 Holzlein, 50 Ulmenholz. 20 Lederbänder. Und 20 Holzleim. Das Blattkort kann weg. So, die Lederbänder können weg. Die eine Sehne können wir auch mal da reinpacken. So, der Rest ist Verkaufsgut. Du hast das Zeug zum Zwischenlager. Ach ja, der Astralspeicherring. Haben wir dir? Ja, wir haben dir einen Astralspeicherring gegeben. Dann kriegst du jetzt mal den. So. Na klar. Das kann alles mal weggepackt werden. Von Gladys. Ja, für Ardos Heldenfrühstück hätten wir die Zutaten beisammen gerade für ein paar. So. Und ja, der große Astralspeicherring ist echt supi mit der erhöhten Astralenergie-Regeneration. So, Einbeersaft, großer Zaubertrank, Schleifstein. Hier kommt das Schwert rein. Und hier kommt das Zeug rein. So, du hast Platz. Aufgepasst. Da haben wir das Zeug. Jetzt brauchen wir noch Eichenholz. Wie viel? 20. Also entweder gehen wir beim Holzhändler gucken oder bei der Händlerin, aber die stehen ja beide eh da unten.
Also Holzhändler. 20 Eibenholz. Eichenholz. Tretet näher. Ich habe alles rund ums Holz. Ja. Also doch Eibenholz, nicht Eichenholz. Hat sogar Knüppel. Also 20 Stück davon. So. Dann können wir von hier aus in die Grafenstadt einfach rüberreisen. Hallo? Hättet ihr wohl einen Moment Zeit? Oh, was willst du denn? Einen guten Tag wünsche ich. Sehr freundlich von euch, dass ihr zu mir herübergekommen seid. Was gibt es denn? Gern geschehen, was kann ich für euch tun? Es geht um Folgendes. Ihr habt bestimmt schon die Schweine hier gesehen. Das habe ich. Wenn ihr möchtet, dass ich sie für euch irgendwo hintreibe, dann könnte ich einen anderen suchen. Aber nein, nicht doch. Das sind überhaupt nicht meine Schweine. Wie ein Schweinehirt sieht ihr allerdings nicht aus. Das möge Preios verhüten. Ich bin auch keiner. Die Schweine gehören dem Hirten Geppert. Er hat mich gebeten, auf sie aufzupassen. Er wollte nur kurz zur Schankmaid Hasenbusch und sich ein helles Verdocker holen. Jetzt warte ich schon seit geraumer Zeit und er kommt einfach nicht wieder. Würdet ihr wohl bei der Schankmaid Hasenbusch vorbeigehen und nachschauen, wo er bleibt? Aber sicher, ich will sowieso in die Richtung. Bis später. Nebenquest. Der vermisste Schweinehirte. Schweinehirt. Ich habe vor dem Verdocker Stadttor einen verzweifelten Städter namens Eborius Brotbeck getroffen. Er hat dem Schweinehirten Geppert versprochen, auf dessen Schweine aufzupassen, während sich Geppert ein helles Verdocker holt. Allerdings ist Geppert nicht wiedergekommen. Ich werde mich um die Sache kümmern. Sprich mit der Schankbeint. Angeblich wollte Geppert zu Schankbeint Hasenbusch in ihrer die ihren Stand am Preistempel hat. Ich sollte sie fragen, ob Geppert bei ihr war. Mhm. Okay. Also doch erstmal wieder hier hoch. Helles Verdocker, frisch vom Fass. Ja, ich bin auf der Suche nach Schweinehirt Geppert. Man hat mir gesagt, er wollte zu euch. Ja, der ist auch hier gewesen. Ist aber schon ein Weilchen her. Hat ein helles getrunken und sich dann noch eins mitgenommen, bevor er wieder gegangen ist. Hat er reizüberig gesagt, wohin er wollte? Zurück zu seinen Schweinen. Er meinte, er hätte Glück gehabt, dass er jemanden gefunden hat, der so lange auf die Tiere aufpasst. Hab Dank für die Auskunft. Da kann er ja nicht weit weg sein. Okay. Such den Schweinehirten. Es sieht so aus, als ob Geppert irgendwo auf dem Weg zwischen Ausschank und Stadtfuhr verloren gegangen ist. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Ich sollte ihn suchen gehen. Okay. Ja, die redet über den Bootsverkäufer, der ja nicht mal die Wahrheit sagt. Sag bloß, der ist da unten drin gelandet vielleicht. Oder hinter dem Pferdekarren. Aber das gucken wir dann beim nächsten Mal. Ich würde sagen, wir speichern jetzt hier. Und einfach, Abkürzung ADG, weil das ja das Auge der Göttin ist. Und fangen wir damit 001 an. So, speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.